Die Klosterkirche St. Hieronymus steht auf dem Franziskanerplatz in der Wiener Innenstadt. Im Volksmund wird sie einfach Franziskanerkirche genannt. Die Kirche samt angrenzendem Franziskanerkloster erhebt sich an der Stelle eines Vorgängerbaus. Dieser hat im Spätmittelalter als sogenanntes Seelhaus für Dirnen gedient. Um das Jahr 1600 übernehmen die Franziskaner das Gebäude. Es kommt zu einem Neubau unter Einbeziehung alter Bauteile. Die Kirche ist Wiens einziger Sakralbau im Renaissance-Stil, den aber noch vielfach gotische Elemente zieren. Erst um das Jahr 1720 wird die Gestaltung der Kirche abgeschlossen. Der heutige Hochaltar ist ein Werk des italienischen Künstlers Andrea Pozzo. Der vordere Teil ist plastisch als Bildhauerarbeit gestaltet. Die Säulen, Architektur, Kuppel und Wolken sind auf Leinwand gemalt. Auf dem Hochaltar befindet sich auch die sogenannte Gnadenstatue aus dem 15. Jahrhundert. Von ihr sind Wunderrettungslegenden bekannt. Nach einem misslungenen Zerstörungsversuch mit einem Beil hat man es in Marias linker Schulter stecken lassen. Seitdem wird die Statue als Madonna mit der Axt verehrt. Versteckt im sogenannten Betchor befindet sich ein besonderes Klangjuwel, die älteste Orgel Wiens, die sogenannte Wöckerl-Orgel aus dem Jahr 1642, benannt nach ihrem Erbauer Hans Wöckerl.